crazyfanshooters.de. Wie zum Beispiel jetzt, Verbindung zur Spielsitzung wurde getrennt. Okay, dann kannst du wirklich da. So, dann genau, jetzt haben wir das quasi ja doch eigentlich rausbekommen. Lade mich ein, dann geht's sofort los. Genau, ich hoste das Ding jetzt einfach mal. Wir lassen das Ding jetzt einfach mal laufen. Also tut mir leid, dass ihr jetzt noch den Hauptbildschirm sehen müsst und die Mission noch nicht startet. Aber das werden wir dann jetzt machen. So, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte, hattest du den... Raketenanlage. Genau, die Raketenanlage hier. Dann nehmen wir die doch. Briefing starten. Das überspringen wir mal ganz kurz. Da werden wir sagen, online nur Freunde. Und... ja, dann wird das jetzt seinen Gang gehen. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt drei Anläufe brauchen, um hier das Spiel komplett spielen zu können. Also im vorhergegangenen Koop-Gameplay war es ähnlich. Also da haben wir eigentlich so, ja, Virus, ich glaube, es waren drei, ne? Ja, drei Anläufe. Erster Anlauf. Aufgrund, genau, aufgrund direkt unseres Fails war es dann. Dann zweiter Anlauf, ja. Ja. Das war. Genau, das war dann schon so. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Und wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß beim Zuschauen. Für diejenigen unter euch, die dann sagen, ja Mensch, mein Gott, irgendwie finde ich das ganz cool, was die Jungs da machen. Oder ich finde es schlecht, wie auch immer, schreibt es in die Kommentare. Kein Problem, weil Feedback brauchen wir natürlich auch. Und ja, falls ihr auch Lust habt, mit uns zusammenzuspielen, tja, nur zu. Dann nichts wie Meldung machen bei uns und wir freuen uns. Gefühl. Ich wusste es. Ja. Du sagtest nicht töten, du hast nicht gesagt wie. Ja, das stimmt. Sehr gut. Gut kombiniert, Dr. Watson. Ja, und schon geht's los. Ach, hier. Das Ding jetzt freigeschaltet hier. Ja, na sie. Na klar. Ich sehe so blau. Ja. So, ich hab, keine Kollateralschäden. Ich will dir, du bist mal ganz kurz mit. Kannst du mal bitte, was tust du da unten eigentlich gerade? Oder ist ich hab mich gerade vertippt. Ich hatte gerade sowas vom Glück. Alter. Also wir dürfen die jetzt an der Stelle bitte nicht töten. Das heißt, schalt... Ich bin wieder oben. Okay. Schalt bitte auf nicht tödlich um, sofern du das noch nicht gemacht hast. Das kannst du über B machen, also wenn du B drückst. Und irgendwie nicht. Okay, dann ist es schon von Haus aus in der Mission so aktiviert. Gut, wir haben jetzt hier, es heißt ja, wir dürfen nicht töten, was es aber nicht heißt, dass wir uns die Lampen nicht zum Vorteil nutzen können, denn im Splinter Cell Blacklist ist es ja so, dass wir uns natürlich die Dunkelheit machen können. Jetzt müssen wir natürlich bloß mal gucken, was unser primäres Ziel ist. Das wäre dann da hinten 32 Meter. Der Virus hat hier gerade schon die Lampe mal ausgemacht. Warum bin ich jetzt... Warte mal, ich bin jetzt hier gerade runtergesprungen. Ich komme nochmal hoch. Netter Tipp, nicht mehrere Lampen gleichzeitig ausschalten. Könnt ihr eure Position direkt verraten. Ah, habe ich schon mal probiert. So, drei Lampen ausgeschaltet, aber bin ich aufgeflogen. Haben sie doch mal mitgekriegt. Weswegen. Achtung, du kriegst Besuch. Einer folgt dir gerade, der kommt von hinten. Aber ich glaube, ich werde ihn jetzt gerade mal hier, weil es... Achtung, hier kommt einer... Schön, dass da einer kommt. Ich habe gerade eine Leiche auf dem Rücken. Ja, gut. Ich setz ihn jetzt hier ab. Wir sind ja eh entdeckt. So, gut. Dann haben wir ihn jetzt erstmal. Genau, den müsstest du auch wegschaffen. Da hinten, wenn ich das richtig sehe. Ich packe ihn da ganz hinten hinter den. Da habe ich den anderen auch hingepackt. Kannst du mal die andere Kulturmusik, die können sie echt mal ausmachen, ey. So, hier vorne habe ich einen, den würde ich... Ich darf jetzt nicht auf Steuerung kommen, sondern wir ein Problem. Ja, tu mir bitte einen Gefallen, nimm deine Finger weg von Steuerung. So, warte mal ganz kurz. Da hinten, wenn der hinten wieder ist, ja, würde ich dich bitten, dass du diesen ausschaltest oder anlockst und ich locke den hier vorne vor mir an. Und zwar mit... Ich habe hier einen direkt vorm Fenster, könnte ich jetzt ausschalten. Ja, warte mal noch. Gut, ich kann den nicht anlocken, also mit Z ist hier nichts. Dass ich den anlocken könnte. Warte. Ich habe hier von vorne die Möglichkeit, hier reinzugehen. Und der sieht mich aber gar nicht. Warte mal ganz kurz. Ja, den hätte ich nicht vorgemacht. Den meinte ich auch. So, ich habe mal kurz das Licht ausgemacht hier. Es wird wahrscheinlich so sein, dass jetzt hier gleich Besuch reinkommt. Achtung, der kommt zu dir, hinter dir.
Okay, der ist da. Ja, gut. Gut. Der war zu spät. Ja. Ja, ich sollte mich mehr auf dich verlassen, wenn du hinten bist, dass du das auch schaffst, weil ich hätte vorne gucken müssen. Ja, ich hab. Ja, ich hab's ja auch geschafft. Das war jetzt ja, ich hab auf dich geguckt, das war das Problem. Also, das ist ja so. Ja, ist ja ein schöner Gott. Genau, gut, aber was soll's? So, das sind jetzt einmal drei Funzeln aus. Eins, zwei, drei. So, die drei Jungs wissen erstmal nicht Bescheid. Den kannst du dann mal wegschleppen, genau. Die drei Jungs hier vor mir haben gerade aktuell keine Ambition in irgendeiner Art und Weise, das zu überprüfen, was hier gerade passiert ist. Dann lassen wir das einfach mal so. Problem ist nur, dass ich jetzt natürlich von vorne nicht reinkomme. Hey, warte mal gerade. Ja, eine Ruhe. Ich muss mal gerade warten, bis der eine da weg ist. Da ist weg. Ich weiß ja nicht, ob die mich hier sehen, weil normalerweise bin ich in Deckung. Ja, die haben mich nicht gesehen, okay. Ich mach mal die Tür hier zu. So. Leertaste Schalter benutzen, damit würde ich das Licht ausmachen wahrscheinlich. Achso, hier kommt jetzt einer wieder. Also dort, wo ich jetzt raus bin. Achso, ich habe hier... Oh, ich habe jetzt hier Licht an- und ausgemacht, das ist sehr schlecht. Ja. Die... Probieren wir es einfach mal. Du willst das mit dem Treecopter machen? Ich will es mal ausprobieren. Tja, na gut. Versuch's ruhig, aber das Ganze wird nicht zum gewünschten Erfolg führen. Achso, was soll ich denn so sagen? So. Wunderbar. Wenn der jetzt hier gleich... Ich hoffe, dass der jetzt hier runterkommt. Hast du den anderen auch nicht gekriegt? Nein, noch nicht. Einen habe ich erstmal nur. Ich setze... Achtung, da kommt wahrscheinlich noch jemand. Ich bleib mal hier an der Ecke. Die... Ja, er kommt mir, glaube ich, gerade entgegen hier. Ich hoffe, dass ich ihn kriege. Alles gut. Nein, hier ist nämlich jetzt einer bei mir. Achso, ich hoffe, dass du ihn ausschalten kannst. Ich habe gerade eine Leiche auf dem Rücken. Ja, komm mal ruhig. Guck, ob ich ihn jetzt krieg. Gut. Warte mal gerade. Ja, lass ihn da am besten nicht liegen. Das wär ich dir schon sehr verbunden. So. Achtung, da kommt jemand auf dich drauf zu. Ach, ich hab dir den markiert, da ist noch jemand. Achtung, Achtung, bleib. Lass den mal da liegen, das ist ganz gut. Halt, hier ist noch einer direkt vor mir. Wow. Warte mal ganz kurz. Bleib du mal an der Position und beobachte mal den da hinten. Den kannst du dir gleich mal holen. Ich werde hier mal in diese Halle reingehen oder zumindest in dieses Gebäude reingehen. Der steht da nämlich auch recht praktisch. Oh, alles klar, der hätte mich fast gesehen. Was wäre? Achso, der hat mich hier fast gesehen gerade. Ich muss erstmal die Körper wegschaffen, die liegen mir schon drei Stück. Ja, der kam mir genau just in time entgegen, wo ich ins Haus reinkam. Hätte mich fast gesehen, aber glücklicherweise habe ich es noch geschafft, umzudrehen. Ich warte jetzt bloß mal, bis der wieder ans... So, Befeuerungswaffe habe ich jetzt ausgewählt. Ja. Mal. Ich habe noch eine Armbrust, aber... So. So, jetzt kann ich die Körper also wegschaffen, ey, Gott sei Dank. Ja, er steht jetzt genau an der Position, wo ich ihn haben will, das ist ganz gut. So, den habe ich. Jetzt muss ich nur mal den Lichtschalter benutzen. Nein. Schnell wieder rein. Das mache ich auch noch die Tür zu. Na gut. Ist ein bisschen fummelig ab und an. So. Ich habe mal gerade das Licht ausgemacht. Hier lang, gerade zwei Stück. Die andere ja, den einen, der eine läuft da vorne noch hinter dem Fahrzeug rum. Und, Nein, ich meine eigentlich die Bewusstlosen, die hier gerade lagen. Ja. Zwei Stück lagen hier. Ich habe den einen gerade weggeschleppt, dreh mich um, ist der andere weg. Ja, mein Gott. Der hat sich gedacht gehabt, ach du, das ist mir jetzt hier zu viel, ich hau ab.
könnte den jetzt Haftschocken hier, den vor mir. Mach den. Ich mach jetzt den anderen hier. Und ich bin weg mit dem. So, ich versteck den bloß mal hier ganz kurz in dem Container. Und, warte mal grad. Sicher, so. Sicher. Ja, ja, ist richtig. Licht aus ist immer gut. So, dann lass uns mal hier in dieses kleine... Achso, hast du irgendwo ein Datenpaket oder sowas gefunden? Noch eben bei? Ich war nicht überall, ich war nicht in diesem Haus da komplett. Nein, in dem Haus vorne war ich drin, da war nichts. Und in dem Haus, da war auch nichts drin, das kann ich dir sagen. Sonst würde das schon aufgefallen sein, Datenpaket. Aber es hätte sein können, dass du noch was da hast. Gut, das haben wir erklärt. Dann, ja, ich bin dann bereit fürs Gemeinsame. Das mit X war wohl nichts. Ja, hat doch ganz gut geklappt bisher. So, wir sollten aus dem Lichtschein rausgehen. Im Scheinwerferlicht könnte ich die Scharfschützen sehen. Siehst du ihre Laserzielgeräte? Dann scheint leise sein und den Kopf anziehen. So. Ist mir lieber. Aber das war, glaube ich, ein bisschen zu früh. Wenn die uns Darum jetzt. Sind die? Okay. Ich würde mich jetzt einfach mal vorne an die Tür katapultieren. Warte, ich bin nämlich schon am Fenster am gucken. Also wir haben da oben einen Scharfschützen. Ich könnte die Lampe da oben erstmal ausschalten, das wäre mir ganz lieb. Jetzt erstmal auf der rechten Flanke vielleicht vorstoßen, ich gehe mal kurz vor. Achso, ich wollte da auch schon hin, ja. Wir müssen ja auch nicht unbedingt alle ausschalten. Nein, nein. Wir kommen ja auch ganz gut eigentlich ohne zurecht. Gut, warte, stopp. Ich habe die. Halt, ich habe die Lampe ausgemacht. Die gehen ja meistens immer noch mal gucken und kontrollieren dort. Also bleib mal ganz kurz Piano, weil da kommt nämlich direkt einer auf dich drauf zu. Komm mal wieder zurück, bitte. Der sieht dich dort hundertprozentig, wo du bist. Ja, wie jetzt. Probier bis so rum zurück. Ja, bleib mal ganz kurz stehen und dann warten wir einfach mal. Ja, war bestimmt die Sicherung. Hörst es ja, ne? Das wollten wir ja. So, ich pack mich mal ganz kurz hier hinter diese Absperrung. Komm rüber. Oh, hier ist noch einer. Ausschalten! Alex, was tust du? Ich hab Angst gehabt! Er ist um die Ecke gekommen, er hat das nämlich auch beobachtet mit der Sicherung. Ja, das war. Ey, ich hatte gerade ein bisschen. Also, da war gerade ein bisschen. Hat der Stift schon fast geguckt. So. Ich tue ihn mal hier hin. Ja, genau, pack ihn da hin. Ich hab grad noch so gesehen. Aber wirklich grad noch so. So, wir gehen mal hier vor. Ich werde jetzt den Scharfschützen da oben ausschalten. Mach das. Nicht verkehrt, glaube ich. Ziel ausgeschaltet. Der stört nämlich ein wenig. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hoch. Und versucht die mal zu markieren. Ich mach bloß mal ganz kurz, übe mir mal das Licht aus. Ich habe eine Idee, was ich mit denen hier mache. Da unten liegt ein Datenpaket in der Tankstelle. Das würde ich schon ganz gerne noch haben wollen. Ja, warte mal gerade. Ich habe eine Idee. Wow. Dass ich jetzt markiert gekriegt habe, die hier. Und der Scharfschütze wird die definitiv sehen, wenn ich die ausschalten würde. Ich hätte sie sonst ausgeschaltet mit der Elektroschutzwaffe. Oh, hier ist er, ne? Boah, hier sind ja noch zwei. Ja, das sind drei Stück. Die hätte ich mit der Elektroschutzwaffe ausgeschaltet. Blöderweise wird der Scharfschütze sehen, glaube ich. Ja, das wird er hundertprozentig sehen. Aber ich bin gerade am überlegen, wenn wir die Lampe jetzt hier ausschalten, unter der Tankstelle, dann wird er da kontrollieren gehen. Kann nur die drei sind dann erstmal kurz weg. Und wir könnten dann weiter fortfahren. Was meinst du? Ja, ich wollte eigentlich das LKW-Licht erstmal ausgeschaltet haben. Dass wir vorne rumlaufen können? Okay, ja, warte mal. Dann für alle Fälle mal. Machst du das? Achso, ja, ich gut. Das von hier aus. Dann warte mal ganz kurz, dann bewege ich mich aber hoch auf den Turm, weil sonst sehen die mich hier, wenn die hier kommen. Ja. So, dann ja, kannst du von mir aus. Wow, wie auch immer nicht getroffen hat. Achtung, drei Leute haben es mitgekriegt. Mhm.
Den könnte ich jetzt ausschalten. Da wäre jetzt. Der wäre jetzt tatsächlich gerade perfekt. Aber. Ah nein! Definitiv nicht. Ich sehe dahinter noch welche, pass mal auf. Ja, ja, da sind zwei Stück, nein, die du da hast. Da sind auch noch welche. Guck mal, ich habe noch einen zusätzlich markiert. Ja gut, der würde das, der hätte das ja nicht gesehen da hinten. Aber dahinter ist doch einer am Fenster gewesen, der hätte es gesehen. So, Achtung, jetzt hast du glaube ich vier Leute sind jetzt gerade, die sich das Ganze glaube ich mal anschauen. Also ich hänge hier oben, wie du siehst. Mhm. Wenn der jetzt da bleiben würde, ne, das, der checkt das da ab, der checkt das da ab. Den könntest du jetzt von hinten erledigen. Ach, der ist dort hingegangen. Ach, ich hätte den. Ja. Den hättest du vorm LKW hättest du den erledigen können, den hätte keiner gesehen. Ja, ich dachte, der andere Typ kommt dahin, der von rechts. Naja. Der war ja dieser eine Typ, der da ganz genau. Zeit war. Das aber bleib mal bitte auf deiner Position. Ich brauche dich mal da, wo du gerade bist. Du kannst mal ein bisschen näher kommen, und zwar zu meinem Turm hier. Und zwar hier vorne an der Kante bitte mal hinpacken. Da brauche ich dich jetzt mal, weil ich jetzt gerade was plane. Und zwar werde ich jetzt oben die Lampe der Tankstelle ausschießen. Werde dann auf den... Boah, ich krieg Besuch. Warte mal gerade. Warte, warte, ja, ja, den... Warte. Ah. So, warte mal. Den... Nein, jetzt habe ich die Knarre aufgenommen. Wollte ich doch gar nicht. So, warte mal. Nimm's mir nicht über, aber den nehme ich mal kurz mit. So, und du bleibst mal bitte jetzt an der Position, weil das übernimmst du jetzt gleich. Ich brauche dich dann, dass du die Kollegen, die dann untersuchen kommen, mal vernichtest. So, das war jetzt Nummer 1. Vielleicht kommt er. Aber ich könnte ja, warte mal. Ja, da hast du recht, bestimmt ist die Birne kaputt. Wo ist denn da oben noch? Da ist da noch irgendwo eine Lampe da hinten. Okay. So, Lampe 2 ist auch down. Das heißt, das werden sie jetzt auch nochmal untersuchen. Und dann können wir uns erstmal kurz das... Hast du das Datenpaket hier schon gekreit? Nein. Okay, Achtung, der kommt jetzt zu dir. Der, nee, warte, na, noch nicht. Denk an deine Sonarbrille, ne? Die kannst du auch verwenden. Dann siehst du deine... Dann kannst du deine Dings verwenden. Ja, das sind jetzt zwei Leute. Der in dem Raum steht, der wird nichts mitkriegen. Definitiv, wenn wir die zwei erledigen. Hundertprozentig nicht, wenn wir die zwei... Wow. Naja, warte, warte, warte. Bleib cool, bleib cool. Die sind jetzt gerade am... Warte mal, ich hau hier ab. Das ist mir ein bisschen zu... tricky. Ja, obwohl, warte mal. Jetzt, wenn die jetzt sich nicht umdrehen, dann können wir an die ran. Nimmst du links, ich übernehme rechts. Ja. Der ist natürlich weiter vorne. Schon. Hallo. Sehr gut. So, der letzte ist jetzt hier vorne, aber den Körper schleppe ich hier vorher noch rein, weil das ist... den will ich jetzt hier nicht rumliegen haben. Wo? Achtung, der kommt dir entgegen. Pass auf. Wow, 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 der untersucht... Oh, ich muss mal kurz weg. Jetzt, wenn du den... Der untersucht jetzt hier gleich die Szene. Kannst du den denn ausschalten, weil der kommt hier bei mir sonst rein? Das sind zwei Stück, den musst du machen. Den okay. Kann ich. Ja, warte, er kommt rein. Warte, 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 warte. Er kommt jetzt erstmal gleich rein und untersucht den Kollegen hier, glaube ich. Na, klasse. Ich musste das machen. Kein Problem, ist richtig. Ich musste den hier vorne auch erledigen, weil der hat schon Bescheid gegeben fast. Das war ganz praktisch, so wie es ist. Halt, da kommt noch einer. Oh, oh. Absetzen. Oh, Mann, ey, das hat jetzt aber fast schief gelaufen. Okay, gut. Dann das Datenpaket, hast du dir das gekrallt? Nein, nein, noch das nicht. Krall ich mir jetzt. Hier oh, hier ist noch einer. Ja, deswegen muss ich die Leiche da wegschleppen. So, den habe ich auch. Schleppen die auch hier hinter. Absetzen. Ich schlepp die alle erstmal weg hier. Ist kein Problem. Ich kümmere mich mal ganz kurz um das Datenpaket. Wenn ich es kriegen würde. Was hast du gefunden, Sam?
So. Kohle machen. Ich bin immer. Nächstes HP. Erst wenn ich hier gesund bin. Das kann ja schon unten sein. So. Ja, ja, nicht, ich hoffe, ich war gut, dass er gut wieder auf mir und mir. Nicht, ja, nicht. Kein Mann, das. Was erzählst du, Alex? Mein Motor hat gerade dran. Ich hab gerade gedacht, was erzählt der? Ja, das ist so was. So. Das heißt, hier haben wir erstmal alle. Kriegst du den Sniper da oben ausgeschaltet? Den würde ich ausgeschaltet kriegen, ja. Mach das mal. Augenblick. Ziel neutralisiert. Wäre dann down. Hier ist nicht so. Wir können. Okay. Komm schon, bring das hinter uns. Komm ja schon. In Bewegung bleiben. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Wenn ihr den Strom im Unterwerk ausschaltet, bietet euch die Dunkelheit begrenzt Schutz. Ja, aber nur bis die Notstromgeneratoren anspringen. Gut, jetzt habt ihr ein sehr enges Zeitfenster. Das wird ja immer besser und besser. Ach, kommt noch. Nein, das ist Suchscheinwerfer. Kamera. Sicht gestört bei dem Typen. Wo ist eine Kamera? Warte mal. Es gibt immer Alternativen, oder? Ja, ja, natürlich. Das wird muss schon mal. Mal gucken. Ne, das hier geht's natürlich nicht hoch müssen. Ha! Halt! Das bleibt offen. So, hat sich. Da! Da ist ich sie. Warte mal gerade. Ich würde vielleicht bevorzugterweise erstmal das Licht ausschalten. Dass er abgelenkt ist. Nein, hier ist nur, der ist als einziger noch drin. Die Kamera muss als erstes ausgehen. Ja, dann würde ich trotzdem das Licht anschalten, weil wenn der da hinten... Von unten gehst du einfach ran. Wenn du durch die Tür direkt durchgehst, ist sie oben drüber die Kamera. Warte. Dann muss, das musst du aber mit mir timen, dann ja. Bevor... So, jetzt könnte ich normalerweise. Ja, warte. Der ist gerade hochgegangen. Ja, deswegen. Der ist oben gerade am PC und dann kommt er runter wieder. Weil ich kann K.O. von oben machen, ne? Kamera ist down. Ja, wieso? Ist doch okay. Ist doch alles gut. Der kommt jetzt erstmal runter, der untersucht ihn, das kannst du K.O. von oben machen. Alles gut. Locker bleiben. Das war nur, weil Emil nicht angezeigt wurde. Das war jetzt Glück. Nö, das hat gepasst. Ich denke, das war schon so ganz gut. So. So, hier machen wir auch noch Licht aus. Überall Licht aus. Wir sind beim Unterwerk. Bestätigt. Ihr werdet die Schalter gemeinsam umlegen müssen. Haben wir uns immer von sie auszuschalten. Klingt gut. Mehrere Kameras. Ja, die will ich aber nicht ausschalten. Du kannst an der Wand entlang. So. Ich gehe durch zu B. Halt. Du machst B? Ja, warte erstmal, bis die Kamera wieder umschwenkt. Bin da. 3, 2, 1, go. Oh, da sind mehrere. Vorsicht. Ja. Ja, komm mit jetzt. Ich, von hinten würde ich die erledigen. Wo bist denn du? Ich bin halt, ich kann den vorne. Ja, dann nimm den vorderen, weil dann sprechen wir das ab und zwar... Jetzt, kannst du machen. Bei dir Elektroschock ich. Okay, ich hätte ihn jetzt auch erledigen können. Warte mal, lass mal kurz da hinten nochmal gucken, ob da ein Datenpaket drin ist. Ja, ja. Das würde mich schon nochmal interessieren hier.
Aber auffüllen können wir hier, das ist schon mal gut. Die Haftmunition und den ganzen Quatsch, Haft, sag ich schon. Die ja, Elektroschock, genau. So. Hier sind Minen. Achtung. Mach. Jetzt muss ich gerade mal gucken, Sonarbrille. Ja, mach dir deinen Sonar an. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie. Tabulator-Taste gedrückt halten, dann hast du oben Nachtsichtgerät, also NSG, und dann hast du, wenn du einmal draufklickst, Nachtsicht und dann halt. Prima, ey. Du kannst, okay. Du kannst mir auch einfach folgen, das geht auch, dann ziehe ich dich hiermit durch. Hast du es an, dein Sonar? Ja. Gut. Aber was heißt so nah nachts? Ich hab mich an. Damit sie ist sie perfekt. Die Notstromaggregate laufen an. Hier, links. Hoch. Ja. Jetzt. Hier sind wir fertig. Gehen wir weiter. Ja, ich bin der Meinung, das ist schon recht spannend, was wir hier gerade machen. Also, ich hoffe, das geht den Zuschauern ähnlich. Die das Video später sehen werden. Ja. Boah, Glück gehabt. Ich pack mal vorsichtshalber auf meine. Nee, Armbrust will ich nicht. Haftschocker will ich haben. Gut. Was? Oh oh. Weg da. Boah, bloß dahinter schleppen. Ich glaube, wir kriegen, werden hier auch gleich belebt. Na prima. Kommen wir da rein ins Gebäude bloß? Wir sollten in erster Linie mal versuchen. Ich glaube, die können wir nicht ausschalten, oder? Doch. Ja, bloß vorsichtig sein. Ja, wir dürfen nicht zu viel auf einmal ausschalten, so viel steht fest. Kriegst du den ausgeschaltet, wenn der zu uns sehr nahe kommt, hier, den Kollege? Der andere, den S1, den du markiert hast, den musst du übernehmen, ja. Weil den übernehme ich jetzt. Sehr gut. So, dann habe ich hier vor mir jetzt noch einen. Den könnte ich ausschalten, sobald er hinter der Kiste ist. Das wäre dann jetzt passiert. Die da oben können wir nicht ausschalten, die Lichter, das weiß ich. Okay. Ne, lass es. So. Hier reicht es auch schon. Achtung, oh. Das. Mal gut, dass ich noch geschossen habe, denn. Ich auch geschossen. Ja, ja, das war aber ein Nichttreffer, der hat das mitgekriegt, dass du ihn beschossen hast. Der wollte eigentlich gerade loslegen. So. Jetzt Achtung, Achtung, da vorne ist noch was. Und zwar genau. Du hast es markiert, sehr gut. Hier links ist auch noch was von uns. Oh, zwei Leute. Oh, da hinten ist ja noch einer. Den können wir umgehen, ne? Ja, ja. Wir sind hier direkt am Eingang. Ist richtig, dass wir den umgehen können. Problem ist nur, der weckt die anderen auf. Ja, und wir sind hier weg, also. Das ist scheißegal. Warte mal, den will ich jetzt umgangen haben. Wo wir das jetzt machen. So. Andersrum kannst du jetzt. Warum gehst du da hinter der Deckung? Wir müssen hier rein. Ja, bleib doch mal ganz ruhig, Alex, bitte. Brauchst du nicht. Es sind alles potenzielle Gegner. Also. Wir können die trotzdem umgehen. Ja, und warum denn? Wozu soll ich die dann umgehen? Nee, es gibt überhaupt nicht mehr Punkte. Doch? Nee. Meint ganz stark ja. Nein. Ist doch scheißegal, wir sind doch hier, das sind alles potenzielle Gegner. Verstanden. Ihr habt den Ausschuss, worin
Ja, aber die kommen trotzdem nicht hier in diesen Abschnitt rein. Selbst wenn wir die draußen auswecken. Ja, das ist mir schon bekannt, ja. Müssen wir jetzt darüber diskutieren? Ich glaube nicht. Ach, ja. So. Das heißt, jetzt haben wir die Möglichkeit auch zu töten. An der Tür ist ein Retina-Scanner. Grim, können wir Charlie auf die Tür ansetzen und wir befolgen? Keine Zeit. Hilf mal. Wie freundlich. Einfach mal eiskalt ausgenutzt. So, ich fülle mich nochmal auf. Sehr gut. Alex, weiter geht's. Die Bombe sichern. Das kriegen wir hin. Hoppla. Das macht Großbumm. Du hast es gehört, ne? Wir gehen auf Nummer sicher. Alle erledigen. So, ich würde jetzt ganz gerne hier erstmal das Licht ausschalten, wenn dir das recht wäre. Machen wir. Nimmst du mal die vordere Lampe, ich nehme die hintere. Da stand extra slow auf dem Boden. Also bitte nicht rennen. Du wirst nachher geblitzt und dann ist der Lappen weg. Ich kann nicht leiser. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz unter der Tür nachgucken hier. Da ist einer. Also ich würde vielleicht hier oben lang gehen, du gehst andersrum, was meinst du? Naja, mach. Naja, mach. Ich muss schon mit dir absprechen, sonst wird's nix. Weil ich... Ja, unten wird nichts, also wenn ich jetzt unten lang gehe, ich stieg eh auf. Vorsichtshalber mal weg hier. Komm, leg dich hin. Ah, irgendwer hat das, glaube ich, geschnitten, dass du gerade was kaputt gemacht hast, oder? So. Wie sieht's bei dir oben aus? Also ich bin jetzt gerade unten in der Halle, unter dem Sprengkopf. Ich hab den einen dort. Gut, also ich sehe dich da oben gerade. Vor mir ist jetzt nichts. Ich hätte aber... Hoppla. Das sollte man vielleicht nicht machen. Über mir läuft auf jeden Fall jemand lang. Ja, ist genau über mir. Den könnte ich sogar ausschalten. Über dir? Einer guckt. Kannst du ihn markieren? Dankeschön. Dankeschön. So, dann werde ich jetzt mal. Der bewegt sich doch jetzt gerade aktuell nicht, oder? Nö. Da drüben ist noch einer. Willst du den übernehmen? Ach du, wenn du kannst, mach ihn. Okay. Achtung, irgendwas spricht da unten. Wir sprechen gerade miteinander, also vorsichtig. Nicht ausschalten. Aber nicht der hier oben, oder? Doch. Nein, der spricht hier nicht. Nicht? Nein. Was dann? Das waren die beiden da unten. Da unten stehen zwei Leute. Das hört sie sich und an. Und zwar als... da. Wenn du die... Ja, wenn du die Möglichkeit hast... Warte mal, ich warte mal ganz kurz. Bevorzugt, da fühle ich mich ein bisschen wohler im Dunkeln. Also wenn du... Der hat einen Helm auf, den kann ich nicht mit zu gemeinsam ausschalten, Ja, den kann ich nicht mit gemeinsam ausschalten, weil... Gemeinsam ausschalten, lustig. Weil der hat einen Helm auf, ich schieß dem nur den Helm runter. Nein, wir können ihn zusammen ausschalten. Steuerung halten und gemeinsames ausschalten. So. Ja, ich zeig's dir jetzt, ich beweise es dir, okay. Zu spät. Ich hab Ziel ins Visier genommen, also... Er hat einen Helm auf, beim gemeinsamen Ausschalten musst du genau darauf achten. Du kannst ihn nämlich nicht gemeinsam ausschalten, weil du nämlich erst den Helm nur runterschießt. Einer schießt den Helm runter, der andere schaltet ihn mit einem anderen Schuss aus. Das ist doch gemeinsames Ausschalten. Nein, funktioniert da in der Form nicht, nein. Da habe ich ihn falsch eingeschätzt.
So, was ist unser Ziel? Jetzt können wir ja nun, jetzt sind ja glaube ich, wie es aussieht hier, achso, da oben, ich hätte einen Kram benutzen müssen. Okay, dann übernimmt das Briggs jetzt für mich. Oh, ich hätte auch dort rum. Ja, wir wollen halt einmal rumlaufen, ist okay. Ja, fast dasselbe. Charlie, wir haben den Sprengkopf aufgenommen. Cool. Sam, hier nähern sich weitere Wobon-Einheiten. Na prima. Kommen auch wie die Fliegen rein, ja? Hm? Ich sag, die kommen auch wie die Fliegen rein. Ja. Ist für mich perfekt. Ja. Raum gesichert. Was jetzt, Charlie? Du musst den Sprengkopf wieder in die Rakete stecken. Bestätigt. Übernimmst du das? Wo? Achso. Also, ich sehe es gerade, es wäre hier vorne. Ja. Oh, da kommen schon Schnaker wieder. Hab ihn. Ich finde erstmal gut Licht aus. Einer, glaube ich, noch. Der kommt von links gerannt. Schau mal nach links. Ich glaube, irgendwo da drüben ist er, hinter dem Sprengkopf. Ah ne, da unten ist er. Ach, du bist da unten. Okay. Ja, ich bin hier. Warte mal gucken. Ja, sag mir nur mal Bescheid, weil sonst weiß ich das nicht, dass du da unten rum unterwegs bist. Ich bin vor dir. Feind ist direkt... Um den kümmere ich mich. Hinter dir, hinter uns ist noch ein. Wow. Der ist down, der da oben war. Über dir ist noch einer, also da läuft noch einer auf der Brüstung lang, links von dir. Auch down. Ich gehe auf die andere Seite. Ich gehe hier auf der Plattform. Ich warte auf dich dann, ne? Achso, du brauchst ja sowieso. Ja, klar. Ja, gut, dann ich. Das war ja gerade eine sehr schöne Synchronisation, wie wir beide zeitgleich und total animationstreu das Ganze gestartet haben. Ja. Wir kriegen Besuch. Folge die Raketen. Also wir müssen der Rakete folgen. Ja, wenn wir die Feinde erledigt haben. Das Hauptziel ist tot. Achso, wir kriegen gerade Magazine. Werden den fangen müssen. Achso, keine Ersatzmagazine. Oh, also das heißt, spar jetzt bitte. Wir können nicht mehr nachladen. Zumindest mit unserer Pistole nicht mehr. Was ist denn, du sammelst Munition ein? So, ich muss grad mal. Doch, jetzt sprit ich durch. Eins, zwei und weg hier. Ja. Ist ja schön, dass du da oben schon bist. Ich bin hier noch am unten am Kämpfen, aber es ist okay. Ich war ganz direkt dort geblieben. Ich muss rüber zu den Dingens. Danke. Ja, sehr schön, danke. Und so, da sehr gutes Teamwork, ja.
Richtungsangabe. Ich ahne schon. Na prima. Na klar, wir laufen einer Atomrakete hinterher. Ja. Da. Okay, ich glaube, wir haben keine Zeit. Ja. Also ich war durch, aber ist nicht schlimm. Ich war auch. Ist nicht schlimm. Ich war neben dir, okay. Ist, pff, ja, mein Gott, pff, was weiß. Wir starten mal nochmal neu. Also was heißt nochmal neu? Ist jetzt sowieso spannend. So. Ja, wir sprinten jetzt einfach mal hier durch und ich denke, wir packen uns die Vektor aus und dann geht's jetzt los. Ah, ich glaube, weil die Tür hier vorne zu war. Gut, du nimmst den indirekten Weg, ich nehme den direkten. Autsch, autschen, 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 autschen. Ja. Mhm. Du sahst unheimlich gut aus zwischen diesen beiden Türen. Ich fand das toll. Ja, ich fand's auch. Das war die schönste Animation Marke Sterbender Schwan. Ja, du bist bei mir so, geht einfach so durch die, du bist ja einfach so schwebend durch die Tür da gegangen. Okay. Auch, komm, folg mir mal. Wir werden jetzt einfach durch, Punkt aus Ende. Eben. Sehr gut. Scheiße, sind umzingelt. Wir sollten uns schon mal Alibis ausdenken. Grim, ich mache den Skyhook klar. Verstanden, Hubschrauber kommt. Abschlussbericht. Ja, liebe Zuschauer, ihr habt es gesehen, also es ist alles nicht einfach. Wir machen es auf Schwierigkeitsstufe normal, was ich ja schon eigentlich im ersten Video gesagt habe. Ja. Es ist halt tatsächlich schwierig, wie ich finde. Also, ganz kurz, der Alex, größte Mühe, ich größte Mühe und trotz alledem, ihr seht es, also immer wieder passieren mal halt solche Fehler, aber das ist was ganz Normales, das passiert halt mal. Ganz, ganz, ganz viel Spaß in der nächsten Folge. Diese Folge, ihr seht, war alles prima. Ja, Alex, was für dein Feedback oder zumindest deine Rückmeldung? Ist gut. Wir müssen es noch besser hinkriegen. Mit Selfie noch ein Ticken besser. Dann soll es klappen. Denke ich auch, aber ich denke, hier waren wir schon ganz gut. Doch, im vorherigen Mal, doch, hat sich das schon ganz gut gesteigert. Denke ich auch. Also, Jungs, bis zum nächsten Mal bei der folgenden Folge zu Splinter Cell Blacklist. Und zwar mit der nächsten Koop-Mission. In 36 Minuten haben wir das Ganze geschafft. Also, ja, viel Spaß. Macht's gut, sagt der Sturmfussel. Und White Whiteman, wie immer, bis aufs nächste Mal. Cheerio! Findet ihr natürlich umfangreiche Tutorials auf unserer Homepage www.crazyfanshooters.de. Wie zum Beispiel jetzt, Verbindung zur Spielsetzung wurde getrennt. Okay, genau, jetzt haben wir das quasi ja doch eigentlich rausbekommen. Ich hoste das Ding jetzt einfach mal. Wir lassen das Ding jetzt einfach mal laufen. Also tut mir leid, dass ihr jetzt noch den Hauptbildschirm sehen müsst. Wieso noch nicht? Okay, der ist da. Ja, gut. Gut. Ja. Ja, ich sollte mich mehr auf dich verlassen, wenn du hinten bist, dass du das auch schaffst, weil ich hätte vorne gucken müssen. Ja. Okay, ich weiß nicht, womit ich noch verfolge. Das macht nichts. Also nicht an, auf, hier sitzt, yay! Ja, ich fand das cool! Licht an, Licht aus, geht!